Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 21 der Torschau zur Lotto Hessenliga. Heute in der Traumtor-Edition. Viel Spaß. Wir starten rein in Kassel. Der KSV empfängt Hünfeld und spielt hier furios auf, muss sich aber bis in die 23. Spielminute gedulden, bis der Knoten platzt. HSV-Keeper Sebastian Ernst hilft da aus, befördert mit einem unglücklichen Reflex den Ball über die eigene Linie. Nur eine Minute später, Kassel aggressiv, erobern sich schnell den Ball in dieser Situation. Adrian Bravo-Sanchez mit der Idee, Nadjer mit der Brust und schon ist es passiert. Der Doppelschlag ist perfekt. Die Löwen gehen komfortabel mit 2 Toren Vorsprung in die Halbzeitpause. Nachdem der HSV Möglichkeiten zum Anschluss hatte, sorgt Marco David nach 56 Spielminuten hier für die Entscheidung, wartet auf den richtigen Moment für seinen Abschluss und macht alles klar. Kassel auf dem Weg zur Pflichtspielsieg Nummer 5 in Folge. Doch einen haben wir noch und dafür sollten Sie sich anschnallen. Alle Gurte fest, na dann kann's ja losgehen. Nahal Nadjer mit Traumtor Nummer 1 dieser Torshow. Was ein Strahl. So kann man den Sieg doch mal eintüten. Kassel schlägt Hünfeld mit 4:0. Durch die vielen Tore in Kassel wären wir jetzt fast zu spät zum nächsten Traumtor gekommen. Aber keine Sorge, 90. Minute, wir haben noch nichts verpasst. Tolga Duran entscheidet dieses Spiel mit Gefühl und Wucht. Wald Girmes bleibt in der Spur. Endstand hier 1:0. 1.100 Zuschauer wollten es sehen, wie ihre heimische SG Barockstadt es mit dem Tabellenführer aus Gießen aufnimmt, die nach einer kurz ausgeführten Ecke und anschließender Traumflanke zum ersten Mal jubeln dürfen. Michael Fink trifft nach seinem Doppelpack aus der Vorwoche auch heute und das schon wieder nach einem Eckball. Fulda Lehnerts eigentlich ganz gut drin im Spiel, gerade defensiv. Lassen die Barockstädter mal so gar nichts anbrennen. Gießen, wenn dann über Standards gefährlich. Und wie verwerten auch diesen Eckball geschickt und schlagen in den Drangphasen der Gastgeber eiskalt zu. 2:0. Nur wenig später kommen die Hausherren aber zurück und das, sie ahnen es, mit einem Traumtor. Schnelle Kombination über den linken Flügel, Flanke, Hacke, Tor. David Wolny bringt sein Team artistisch wieder ran. Doch auch wenn der Treffer definitiv ein Anwärter auf das Tor des Tages ist, reicht das nicht, um nochmal gefährlich zu werden. Gießen schlägt auch Fulda Lehnerts. Der Nachfolger von Mike Voll steht fest. Slatko Radic, bisheriger Coach der SG Edelzell Engelshelms, übernimmt die Bochonia. Und das fruchtet. Korrekte Elfmeterentscheidung nach 22 Spielminuten und die Chance zur Führung für den SV. André Leibold schießt platziert ein. Flieden führt. Und die Bochonia hat jetzt Blut geleckt. Nur 2 Minuten später spritzt Drevstar stark dazwischen. Bezeichnend diese Szene für das Spiel bisher. Flieden mutig wie dieser Schuss. Und dann eben auch etwas glücklich wie bei diesem Abstauber. Götze trifft. Neuer Spielstand 2:0. 12 Minuten nach dem ersten Tor, Blau-Weiß spielt sich in einen Rausch und dann führen auch mal solche Eier zum Erfolg, denn Flieden ist griffig, bissig und geradlinig, kontern hier nach Blaupause, Röhrig, Götze, Katsching 3:0 nach nicht einmal 35 Minuten. Marc Götze schnürt den Doppelpack, lässt alle im Stadion von den 3 Punkten träumen. Doch während die Bochonia mit den Köpfen in den Wolken hängt, kommt der FC Eddersheim durch Krause noch einmal ran. Zu diesem Zeitpunkt die Gastgeber auch nur noch zu zehnt. Luca Gaul flog kurz vor dem Treffer mit Gelb-Rot vom Feld. Doch den personellen Vorteil können die Aufsteiger nicht nutzen. Nein, ab der 61. Spielminute müssen die Eddersheimer selbst auf einen Mann verzichten. Torschütze Krause muss runter. Flieden ergreift mit 10 erneut die Initiative und erhöht auf 4:1. Lukas Hagemann, kurz nach Wiederanpfiff erst eingewechselt, macht hier sein erstes Lotto-Hessenliga-Tor. Und was für eins! Weiter geht's auch mit unserer Rubrik Traumtore am Fließband. Darf ich vorstellen, das ist Andreas Drews und das ist ein Hammerknaller, Supertreffer, bockstark und trocken versenkt. Flieden heute nicht zu stoppen.
Daran ändert auch der 16. Saisontreffer von Turgay Akbulut per Elfmeter nichts. Der SV Bochonia Flieden zeigt nach der Niederlage gegen Ida Bergland ein anderes Gesicht und meldet sich zurück im Abstiegskampf. Apropos Abstiegskampf, Neu-Isenburg, Ida Bergland, Crunchtime, beide hätten die Punkte bitter nötig. Der FC Ida Bergland krallt sie sich. Robin Wissemann erzielt bereits in der 9. das goldene Tor und führt seinen FCE somit zum zweiten Sieg in Folge. Der FV Bad Vilbel verabschiedet sich mit einem Knall aus dem Kalenderjahr 2018. Im Flutlichtspiel gegen den VfB Ginsheim lassen die Wetterauer es mal so richtig krachen, fertigen die Gäste mit Toren en masse ab. Uslu eröffnet dabei nach 16 Spielminuten. Tor Nummer 2 liefern die heute in Schwarz spielenden FVler nach etwas mehr als einer halben Stunde. Alexander Bauscher bleibt da lässig in der Box. Sehenswerter Lupfer zum Finish, Bad Vilbel heute bärenstark. Im zweiten Abschnitt bricht dann die Zeit des Christian Bejic an, wird da von seinen Teamkollegen toll in Szene gesetzt, hat viel Grün vor sich und schiebt sauber ein. Die Aufsteiger wirken nach 50 Minuten bereits wie der sichere Sieger. Und dieser Schein trügt auch nicht. Jeweils Alexander Bauscher und Christian Bejic gelingt noch ein weiteres Tor in der Schlussphase. So heißt es am Ende 5:0 für einen mutig aufspielenden FV Bad Vilbel, die nun bis auf einen Punkt an die heutigen Gegner heranrücken. Next Stop Hadamar, der Kunstrasen, ist gut besucht, denn hier erwartet uns ein wahres Topspiel. Rot-Weiß gegen den KSV Baunatal, Tabellennachbarn also unter sich und so ist auch der anfängliche Spielverlauf. Beide kämpfen, bis Hadamar sich ein Übergewicht erarbeiten kann. Yuki Noguchi trischt die Murmel-Volley rein. In der zweiten Mannschaft überzeugend, heute von Beginn an dabei der quirlige Japaner. Und auch wenn Noguchi offensichtlich kein Fan von überteuerten Modeartikeln ist, hat er richtig Style auf dem Feld, bekommt das 2:0 auf dem Präsentierteller serviert und beißt beherzt zu. Jam, das schmeckt, erster Lotto-Hessenliga-Doppelpack für Yuki Noguchi. Traumtor, das hatten wir doch schon eine Weile jetzt keins mehr. Wen könnten wir denn da fragen? Jan, du hattest doch lange keine Bude mehr gemacht. Und dann, was für ein Brett! Ha, seit Ende September hat Bangert nicht mehr treffen können. Nun hat's geklingelt und das mal so richtig. Und in der 80. da schnürt der Jan sogar noch einen Doppelpack, wird hier von Steffen Rückers bedient und vollstreckt lässig mit links. Jan Bangert ist zurück mit einem Knall, pardon, mit einem Bang. 2 Minuten darauf gelingt Baunatal das kosmetische 4:1. Zu wenig, zu spät, Hadamar siegt und bleibt in der Tabelle vor dem KSV. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick nach Griesheim, die es mit dem formstärksten FC Bayern des Landes zu tun bekommen. Doch das ist egal, wenn du den Gegner zum Toreschießen einlädst. Alexandro Paraschiff sagt Dankeschön, auch schon sein 3. Tor in dieser Spielzeit. Weiter in Abschnitt 2, jetzt zeigen die Bayern, warum sie zu Recht auf Platz 2 stehen. Nehmen den SC Viktoria ordentlich in die Mangel, Hand, Elfmeter, Chefsache beim FCB, Selischta mit 21 Saisontreffern weiter in anderen Sphären unterwegs. Jetzt haben die Unterfranken den Aufsteiger komplett im Griff, zwingen die Zwiebelstädter zu totaler Defensive. Doch die knackt tatsächlich 10 Minuten vor Spielende auf. Patrick Kalata trifft per Kopf zur 2:1 Führung. Kurz darauf, Griesheim nochmal mit einem Freistoß, der ist kurz ausgeführt. Emir Muhic mit Zeit, mit viel zu viel Zeit aus Bayern Sicht. Ja, gibt's denn das? Aufsteiger raubt den über Bayern kurz vor Spielende 2 Punkte. Wo habe ich denn das schon mal gehört? Naja, Endstand hier 2:2. Und das war's von dieser Woche. Hier nochmal alle Ergebnisse in der Übersicht. Die Bayern lassen Punkte liegen. Gießen bleibt weiter stark. Unten tut sich einiges, Ida Bergland und Flieden beide heute mit Dreiern. Bei den Torjägern macht weiterhin Hedon Selischta niemand etwas vor, trifft auch an diesem Spieltag, die Verfolger lauern.
Und das war's dann auch schon wieder von dieser Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit ein paar Nachholspielen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, machen Sie's gut.